Servus und willkommen zu einem neuen Video der Kavia Autovermietung. Wir haben hier heute die beiden Autos, die für sich das meistverkaufteste Elektroauto der Welt werden wollen. Einmal den VW ID3 und zum anderen das Tesla Model 3 und auch schon in der 221er Variante und auch schon bei uns in der Flotte. Und der Julian hat sich gesagt, ja, mit diesem neuen Kfz hat er wieder Chancen im Brüderduell und will mich deswegen herausfordern. Und die nehme ich natürlich gerne an, die Herausforderung, und würde sagen, wir müssen hier ein paar Disziplinen vergleichen. Zum einen den Verbrauch, weil es ja super wichtig ist, wie weit wir damit kommen. Zum anderen die Performance, ja, das ist mir das Wichtigste. Beschleunigung, wie schnell sind die Autos. Zum anderen der Wohlfühlfaktor. Und dann ist natürlich auch die Ladegeschwindigkeit wichtig, weil wie schnell kriegen wir wieder Strom in die Akkus. Und am Ende entscheidet ja meistens dann der Geldbeutel. Deswegen glaube ich, müssen wir über den Preis reden. Und dann haben wir, glaube ich, ziemlich objektive Kriterien, um zu sagen, welches Auto sich hier durchsetzen kann. Und dann stehe ich am Ende wieder als Sieger da. Ja, dann starten wir gleich mit dem Verbrauch, würde ich sagen. Ich hätte mir da so was ganz Cooles ausgedacht. Wir machen so 15-20 Minuten fahren wir. Ja, machen hier also schalten einen Kurztrip von null praktisch an, sodass er hier misst, der Bordcomputer, und gucken dann, wer weniger verbraucht. Das ist ja ein einfaches für mich. Ja, wir werden sehen. Ja, ich werde mir Mühe geben natürlich. Und man muss natürlich irgendwie die Straßengeschwindigkeit fahren. Aber ja, so wenig wie möglich verbrauchen. Minimalwert ist das Ziel. Genau, deswegen würde ich auch sagen, der Roman kommt bei dir rein, da hast du noch ein bisschen mehr Gewicht. Und, ja. Ich hoffe, du hast halt nicht gefrühstückt. Schauen wir mal. Machen wir schnell die Dinge an bei dir. So. Wir gehen hier einmal auf das Kapitel Energie, sind hier im Trip drin und er sagt, Fahrt starten, das heißt, er ist sowieso auf Null und wir können direkt loslegen und er wird dann ab dem Zeitpunkt hier messen. Schauen wir mal drüben, was der Joschka im VW ID3 einstellen muss. Also, dann schalte ich bei mir auch mal den Kurztrip ein, gehe hier auf Fahrzeug. Ach, das ID3 Navi mal wieder. Das darf der Juli nicht sehen, dass das hier ein bisschen langsamer geht gerade. Ist leider manchmal so. Oh ne, jetzt hängt er sich auch noch. Ja, Glück gehabt. Okay. Fahrzeug. Statusdaten. Und jetzt machen wir Abstart. Super. Eingestellt. Dann kann es auch bei uns losgehen. Dann steigen wir drüben ein und wir fahren um den wenigsten Verbrauch. So, wir haben jetzt gerade während der Fahrt festgestellt, dass wir unter dem Reiter Trip hier doch nicht den Verbrauch ab Null sozusagen ab Fahrt messen können, sondern das mit der Navigation zusammenhängt und dir praktisch anzeigt, mit wie viel Ladestatus du dann an deinem Ziel ankommst. Wir können aber hier über den Reiter Verbrauch uns die letzten 10 Kilometer anzeigen lassen und das entspricht auch in etwa der Strecke, die wir jetzt fahren wollen, also sollte das für einen Vergleich gleich passen. Ich nehme hier gleich noch mal eine andere Einstellung vor. Und zwar können wir ja das Ansprechverhalten hier von dem Tesla beim Gasgeben ein bisschen steuern. Und das stellen wir jetzt mal auf lässig, damit ich hier nicht mit dem Gaspedal zu hektisch agiere. Und dann kriechen wir jetzt mal weiter. Ja, wie ihr wisst, geht es ja nicht nur um die beiden Autos hier im Duell, sondern auch um die Brüderehre. Das heißt, wir haben jetzt zu radikalsten Mitteln gegriffen und die Klimaanlage schon ausgeschaltet. Damit wir jetzt wieder was sehen, schalte ich die Klima mal an und ich glaube auch im Tesla dürfen wir so selbstbewusst sein und sagen, dass wir den Verbrauchstest selbst mit angeschalteter Klimaanlage gewinnen werden. Also schauen wir mal. Wir sind jetzt aktuell bei 147 Wattstunden pro Kilometer Verbrauch, was 14,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometern entspricht. Und dadurch, dass wir jetzt schon länger ziemlich konstant mit zwischen 50 und 80 km/h unterwegs sind, wird sich da wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel ändern. Was ganz cool ist, dass man hier in diesem Profil dann auch sieht, wie der Verbrauch im Zeitverlauf bzw. Streckenverlauf genau war. Also hier haben wir nochmal einen kleinen Einschnitt. Das war eine Ampel, auf die wir zugefahren sind, wo er natürlich so gut wie nichts verbraucht hat und danach die Beschleunigung. Das ist schon cool, wie das visualisiert ist. Und ich bin gleich mal gespannt, was der Kollege im Rückspiegel da geschafft hat. So,
wir machen unseren ersten Zwischenstopp und schauen mal, was wir jetzt hier haben. 14,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Gehen wir mal raus und schauen mal, wie sich der Kollege Bruder geschlagen hat. So vorsichtig habe ich dich ja noch nie auf dem Gasfuß erlebt. Alter, ich habe alles ausgemacht. Ich habe selbst das Navi einfach auf off gestellt, um weniger Strom zu verbrauchen. So witzig. Aber es war trotzdem also nicht ganz so erfolgreich bei mir, wie ich dachte. So, wir hatten im ID.3 einen Verbrauch von 17,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Da waren wir wesentlich besser. Echt? Wir haben tatsächlich nicht überoptimiert, Klimaanlage angemacht, Musik an und landen, sind bei 14,0 gelandet. Krass, Mann. Krass, aber ohne Spaß, ich habe ja auch den momentanen Verbrauch immer beobachtet. Ja. Selbst so beim 60 dahin tuckern, kam ich auch nie auf einen Wert, wo ich dachte so, ja okay, irgendwie wir kommen da weit drunter. Ja. Die Kälte macht auf jeden Fall, glaube ich, was. Und ansonsten echt krass, dass der, weil ich meine, ist der nicht mit 15 oder sowas angegeben, sogar der ID.3? Das weiß ich gar nicht. Ah, das ist schon krass. Naja. Aber man sieht, die starke Reichweite des Teslas, das muss ja irgendwo herkommen. Ob es jetzt die Batterietechnik ist oder irgendwie der Antrieb, der den Verbrauch drückt. Es bleibt spannend, aber man sieht, erster Punkt geht an Tesla. Naja, aber wer mehr verbraucht, der kann ja vielleicht auch schneller beschleunigen. Deswegen sage ich, setz dich mal rein, wir machen die GPS-Box dran und machen mal 0-100 im Vergleich. Alles klar. Und wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass man gleich 2-0 hinten liegt? Noch selbstbewusst, sag ich mal. Also, Sportmodus ist bei mir auch drin, wobei das wahrscheinlich tatsächlich hier auch keinen Unterschied macht. Läuft, GPS-Box, genau, halt sie rein. Ich bremse den kurz an, wenn das einen Unterschied macht. Und gib Gas! Ja, komm, Junge, geht doch hier, haben wir es doch schon. Schlagen 7,3, glaube ich. Ja, das ist aber zu langsam, ja. Ah, 7,7. 7,7, ja, Mai, aber trotzdem hier. Einstellig, Glückwunsch. Das ist ja sowas, muss ich mir anhören. Das musst du erstmal mit deinem Tesla Model 3 irgendwie toppen. Easy. Wobei ich kenne ja das Datenblatt. Du hast ja doch 100 PS mehr als ich. Insofern würde es mich schon wundern, wenn da nicht direkt bei dir die schnellere Beschleunigung rauskommt. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir die Autos, du fährst. Das ist ja nicht mal Fußmatten. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen hier deinen Innenraum dreckig mache. Hat den Vorteil, dass man unter den Fußmatten nicht saugen muss. Läuft. So, selber Ort, selbe Stelle. Richtig. GPS-Box ist bereit. Jawohl. Legen wir los. Jo. Oh, das geht schon ein bisschen mehr. Geht mehr zu. Ja, aber untenrum fand ich es jetzt auch gar nicht so schnell. Aber vor allem jetzt der kommt Unterschied schon zum Performance bei uns ist schon, aber 6,3. Krass, aber hier Tesla wieder, was haben die angegeben? 5,6. Ja, ist schon ein Unterschied. Ja. Also vor allem bei 5,6 ist halt echt schon eine krasse Zeit praktisch. Ja, 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 und ja. Bei einem ID.3, ob der 7,3 oder 7,7 heute mal oder 7,1 braucht, aber 6,3. Du bist zwar schneller, ja, bist zwar schneller, aber trotzdem eine Enttäuschung, würde ich sagen. Ist nur ein Dreiviertelpunkt. Also, nee, ist ein Punkt, aber den Punkt will man nicht haben. Da steht es jetzt schon 2-0 für dich. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Disziplin, dem Wohlfühlfaktor, wo wir jetzt eh gemeinsam hier drin sitzen und ich hier mal als Beifahrer das Tesla Model 3 erleben kann. Du sitzt auch ganz schön bequem da drin, muss ich sagen. Ja, gut, also scheint sich ja wohl zu fühlen. Diese Couch-Sitze, das ist echt nichts für mich, muss ich sagen. Und das höre ich auch öfter, glaube ich, dass das die Leute allgemein nicht so feiern, obwohl die ein bisschen stabiler wirken als die im Performance. Ja, jetzt vielleicht, weil sie noch ganz neu sind. Ja, oder auch so. Aber im Innenraum tatsächlich haben sie genau an den richtigen Schrauben gedreht, muss man wirklich sagen. Keine Hochglanzflächen mehr, die verkratzt werden, sondern alles jetzt matt, sieht hochwertiger aus. Dieses All Black, außen wie innen, sieht sehr, sehr hochwertig aus. Der Bildschirm ist unfassbar geil, das kann man einfach nicht anders sagen. Du hast da wirklich deine Schaltzentrale. Es gibt eigentlich wenig zu kritisieren, außer, das muss ich sagen, insgesamt fühlst du dich halt wirklich wie in so einem Massenauto und überhaupt nicht irgendwie individuell. Und das ist dann irgendwie halt, du baust keine, man hat doch immer so diese Emotionen mit seinem Auto. Ja. Und diese Emotion baust du mit dem
Auto nicht so wirklich aus. Ja, man muss sagen, also Tesla macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich denke, das Main Feature ist einfach, dass sie tatsächlich die Aufmerksamkeit auf den Bildschirm legen, da ja auch alles integriert haben. Es gibt ja keine Knöpfe mehr, sondern du steuerst alles über den Bildschirm. Das heißt, du weißt, du musst nicht mal nach links, mal hinters Lenkrad, mal irgendwo hingreifen, sondern wirklich immer auf das Display. Und das ist ja tatsächlich recht intuitiv zu bedienen. Du kennst dich schnell aus und fühlst dich damit dann auch wohl. Ich würde sagen, dann schauen wir uns mal nochmal den VW ID3 an. Da kannst du vom Beifahrersitz aus bewerten, was dir so taugt. Und dann müssen wir da beide so eine faire Regelung finden, was jetzt praktisch besser ist. Und was sagst du jetzt zu meinem schönen Volkswagen? Ich muss sagen, was mir tatsächlich als erstes auffällt, sind natürlich die Sitze und genauer die Bezüge. Die sehe ich überhaupt nicht. Ich sitze hier gerade drauf, ja, also ich merke es gar nicht. Die beste Sicht ist tatsächlich, wenn man drauf sitzt, auf die Sitze. Also der Sitzbezug erinnert mich tatsächlich eher an Fiat Multipla als an die nächste Generation Automobil. Das ist so geil, weil der ja der Style, also eine Ausstattungsvariante Style ist. Und das soll Style sein, hier auch mit diesem... Diese Armlehne, was ist das? Also das ist wirklich so strange. Wirkt tatsächlich sehr altbacken, muss man sagen. Auch wenn es bequem ist, ja, kannst du nicht knurren. Kannst du wirklich nicht knurren, aber ist wirklich schlimm. Aber ja, ich habe doch hier jetzt auch mal im größeren Bildschirm auch hier alles praktisch zentral darauf gelenkt. Weniger Knöpfe, auch wenn es immer noch Knöpfe sind. Viele Knöpfe eigentlich irgendwie, aber so... Touchscreen-Knöpfe. Ja, irgendwie haben sie gedacht, okay, wir wollen nichts mehr so Push-mäßiges, sondern alles ist irgendwie so ein halber Touchscreen. Wobei wir da ja auch schon festgestellt haben, dass es eben nicht intuitiv zu bedienen ist, weil es so eine Mischung aus Druck, Touch, Swipen, wie auch immer ist. Ja. Das macht es alles ein bisschen mühsam. Ansonsten, es schaut aufgeräumt aus. Es ist schon auch sehr viel Kunststoff und Plastik hier präsent. Klar, das hast du im Tesla auch. Da hast du aber vorne irgendwie noch die Holzleiste, die so ein bisschen Wärme auch reinbringt. Das fehlt hier schon. Ich würde sagen, das ist auch der krasse Unterschied. Beim Tesla merkst du, der ist schon länger auf dem Markt und die haben versucht, sozusagen ganz viel billige Materialien einzubauen, aber es hochwertig wirken zu lassen. Und im ersten oder in den ersten Modellen hat es noch nicht ganz so gut funktioniert. Und inzwischen eben mit dem 221er Modell haben wir auch gesagt, das sind Nuancen, aber das hat einen riesen Unterschied jetzt gemacht. Und beim ID3 war das ja das erste Mal, dass man versucht hat, wirklich günstige Materialien im Innenraum einzubauen, um eben einen günstigen Preis für das Auto insgesamt zu schaffen, weil die Batterietechnik etc. ja total teuer ist. Und das merkt man, dass es vielleicht hier noch der erste Versuch einfach irgendwo ist. Ja. Und deswegen, ich habe es ja schon angedeutet, ich will da ja auch objektiv sein. Aber wenn ich dann sagen muss, ich würde den Punkt wieder an den Tesla geben. Ich fürchte, da führt kein Weg dran vorbei. Und dann hast du ja hier schon einen halben Hattrick eingefahren, das ist ein 3-0 schon. Den ganzen, würde ich sagen. Oh, scheiße, da müssen wir jetzt irgendwie was... Muss ich jetzt irgendwie betrügen, glaube ich. Ich würde sagen, jetzt laden wir mal mit der CCS, mit dem CCS-Adapter und gucken, wie schnell die beiden Jungs hier unterwegs sind beim Laden. Denn ja, wenn man lange und unterwegs ist, ist es ja wichtig, dass man schnell wieder Saft in den Hobel bekommt. Dann fahren wir jetzt zur Ladesäule und gucken, was wir reinbekommen. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, zum Laden. Wir sind hier an der Schnellladesäule mit dem CCS-Adapter, den wir ja beide haben, und versuchen möglichst viel Kilowattstunden in unsere Fahrzeuge innerhalb kürzester Zeit reinzubekommen. Und gucken wir mal, was die so leisten. Okay, dann nehme ich mal das Kabel. Das Ladeding ist ready. Und stecke das ein. Sehr gut. Passt. Hat aber gerade so nur geklappt. Okay. Jo, hier. Dann gehen wir mal hier auf den Display und schauen, wie viel er lädt. Das war ganze 0%. Geil. Schauen, wie lange es jetzt dauert. Ladedauer. Warum zirkt er denn nicht los? Normal macht er hier jetzt auch direkt Sound. Meine Güte. Einmal wirklich, dass es sofort funktioniert mit dem Laden. Das ist so krass.
Gut, also Tesla will gerade mal wieder nicht. Dann versuchen wir es einfach erstmal mit dem ID.3. Jetzt hier aber keine Tricks, ja? Irgendwie nur so halb einstecken, damit es nicht so gut geht. Starten. Ah, bei mir geht was. Ich habe natürlich jetzt auch schon, muss man sagen, einen ziemlich vollen Akku. Aber jetzt gucken wir mal, was er macht. Wie gesagt, 150 Kilowattstunden oder 150 kW sind theoretisch möglich. Und jetzt macht er hier 30 kW, pumpt da rein. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Kann es sein, dass das 221er Modell noch Probleme hat mit CCS-Adapter? Das ist nicht. Das sind ja jetzt auch die China-Batterien, die du bei dir drin hast. Beziehungsweise, was hast du denn eigentlich als Akku-Kapazität? Ich habe 58 Kilowattstunden. Genug. Genug? Ja. Was ist genug? Du meinst in Zahlen? Ja, genau. Ich muss sagen, in meiner morgendlichen Recherche heute konnte ich das gar nicht rausfinden. Ich war sowohl auf der Tesla-Seite natürlich, als auch in diversen Foren, habe mir Presseberichte angeschaut. Und tatsächlich ist nicht so ganz klar, wie viel Kilowattstunden Kapazität die Tesla Model 3 221er Modell jetzt überhaupt hat. Es müssten irgendwo netto zwischen 50 und 60 sein. Man weiß aber auch nicht genau, woher die Batterie überhaupt kommt, weil es tatsächlich ja mal irgendwie Batterien aus China auch gab. Das heißt, es bleibt ominös. Alles, was ich sagen kann, ist, dass die Reichweite zu stimmen scheint. Ich war jetzt bei 40% und knapp 200 Kilometer, glaube ich. Das ist so verrückt, wie Elon Musk das angestellt hat, dass man sowas, solche zentralen Fragen einfach nicht beantwortet und sagt, ja, geschätzte Reichweite und alle sind zufrieden. Es gibt ja auch keine PR-Abteilung mehr. Das heißt, man könnte sich ja nicht mal an Tesla wenden und da nachfragen. Und deswegen gibt es die Infos irgendwie auch nicht. Aber ja, solange es überzeugt, dann das Endprodukt in der Praxis, glaube ich, helfen die Fragen vielleicht auch nur, um den Hype irgendwie weiter noch anzufachen. Aber ich muss sagen, ich habe zwar hier jetzt nur 30 Kilowatt, die ich reinpumpe, wir sind aber auch bei 74% schon, habe ich den Punkt gewonnen, weil bei dir ging es überhaupt nicht. Das ist mehr als null, da hast du recht. Genau, und deswegen sind wir schon mal 3-1, bin ich mir ganz so weit abgelegen. Und würde sagen, dann unterhalten wir uns doch am Ende mal über den Preis, denn das ist ja gerade das Wichtigste, beziehungsweise das, wo diese Autos ja mit punkten wollen. Das ist ja der absolute Einstiegs-Premium-Elektro-Preis, den sie hier aufrufen. Und meiner kostet, das ist immer auch ein bisschen schwierig, es gibt ja tausende Ausstattungsvarianten. Wir haben hier den ID.3 Style Pro Performance, das heißt 58 Kilowattstunden Batterie und 204 PS, 150 Kilowatt Leistung vom Motor her. Inzwischen gibt es den ID.3 Style nur noch in der Pure-Variante, hat auch nur noch glaub 42 Kilowattstunden Akku. 45. Oder 45 Kilowattstunden Akku und nur noch 150 PS. Ja, genau, 104 Kilowatt oder was, 110, weiß ich nicht, Leistung. Deswegen vergleichen wir den aber jetzt mit dem Modell hier, damit die ebenbürtiger sind. Und dieser Preis für diesen Wagen war auch sehr schwierig herauszufinden, aber 40.005 Euro wurde aufgerufen. Vor Umweltbonus, genau. Und was war, deiner ist, glaube ich, nur 39.990, steht zumindest überall. Steht auf der Website, da ist der Umweltbonus aber tatsächlich schon der Herstelleranteil abgezogen, sprich netto 3.000 oder brutto 3.570. Wenn wir die wieder drauf addieren, sind wir bei 43.000 und ein paar hundert. Das heißt, der Preis und Punkt geht an dich. Ja, aber trotzdem ziemlich gleiche Preisregion natürlich. Das ist nicht viel Unterschied, muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Und wenn man sich dann das Datenblatt anschaut, wir haben es auch an der Beschleunigung schon ein bisschen gesehen, 306 PS bei dir, doch deutlich mehr Reichweite. Auch wenn man nicht ergründet, wieso, ist der Tesla schon echt das bessere Gesamtpaket noch gerade. Echt krass, muss ich so zugeben. Und zeigen auch die Punkte. Mit 3:2 knapp, aber doch eigentlich deutlich setzt du dich durch.